l'arbitre nous annonce la réduction du score là de FC Servette. Alors est-ce que Servette a-t-il dit son dernier mot là? Il reste quand même plus de 10 minutes à jouer, on imagine aussi du côté de la Praille. Et c'est donc 3, un ballon profondeur là de Matt Moussilou. C'était pour qualifier, mais un ballon un peu trop. Scariola, il a voulu lui redonner le ballon. Intervention de Chaxi, c'est bien fait. Martin qui est bien revenu aussi défendre. Il trouve Malanga qui ouvre pour Moussilou face à Montandon. Il prend l'exploit là de Matt Moussilou. Frappe de masse de Moussilou. Et Lopard qui se couche sur ce ballon et qui relance tout de suite à la main. 4. Emprunté avec ce ballon, c'est pas qui le donnait. Il a trouvé finalement Moussilou qui remet à Katz pour Kelifi qui est venu dans l'axe. Maradi, non, c'est pour finalement Moussilou qui accélère et qui marque. Oui, 3-1. C'est une bonne nouvelle en provenance de l'AFG. Il ne faut pas récupérer le ballon derrière. Maradi. Et le Lopard qui connaît bien son but, puisqu'il laisse passer. Gegen Seite, Moussilou, schickt Kelifi, das ist ein schneller Mann. Kelifi bricht aber sein Dribbling ab, wartet, setzt Moussilou ein. Gute Übersicht von Moussilou, Malanga, Tor! Lausanne meldet sich zurück mit Chris Malanga. Da mit Meoli, Katz und Maus, gut gemacht, Cermiti. Moussilou. Immer noch Matt Moussilou, nicht aufzuhalten, von Geitsch nicht und auch von Beta nicht. Eckball Nummer 4 für Lausanne Sport. Salah. Wieder startet Moussilou. Da ist er, Matt Moussilou. Strammer Schuss. Beste Chance für Lausanne. Es ist bald eine Stunde gespielt, sagt der Pontes. Noch immer 1-0. Und Lausanne mit der nächsten Aktion. Matt Moussilou mit dem nächsten Warnschuss. Moussilou, gebremst, gefault von Lüthi. Martinez, Steilpass, auf den Sambia kommt nicht an, Ibrahim Zahl dazwischen. Dann Alexander Pasch mit der Balleroberung. Matt Moussilou, allein auf weiter Flur. Immer noch Moussilou, was für ein Tor, Tor für Lausanne, 21. Minute. Ist ja hergekommen, nicht nur um 3 Punkte zu holen, sondern auch um einen guten Auftritt zu zeigen. Diesen guten Auftritt, den können wir unterschreiben. Oh, Moussilou hat noch Kraft gegen Neff. Jetzt Legrau! Aber er verpasst das 1-0. Aufpassen, dass irgendwie die Balance finden. Aber er startet. Matt Moussilou und dann ist es das 1-0 von Junior Negau. Toll gespielt und los am Ziel. Neun Minuten gespielt auf der Pontes, Lausanne führt. Dann hast du natürlich auch die Umstellung, wenn es Milanic raus muss. Die Umstellung in der Defensive. Geht davon aus, dass Lang neben Laroka agieren wird. Sieht momentan trotzdem Aufsteiger in dieser Saison auch so häufig schon gefehlt. Dann gibt es allerdings den Gegenzug. Moussilou hört gleich auf gegen Lang. Ist als junges Talent bei Lausanne. Große Talente auf Pakete, Hendrik Anabili. Und das ist ein Schuss ans Außennetz. Immerhin mal wieder Matt Moussilou mit etwas Gefahr über seinen Gegenspielern, dass er da auf Zeitspiel macht. Naja, ist ja auch klar. So nahe war man einem Sieg schon lange nicht mehr. Und Schreller in Position gelaufen. Moussilou. Was ist abseits gegen Jossen Leroux?
schafft Mann Musilo, 26. Spielminute und er trifft Ausgleich 1:1 auf der Pontes. Musilo qui a le contre favorable et l'éduction du score. Mats Musilo, c'est 2-1 et bien déjà 3 buts en une demi-heure. 4. Emprunté avec ce ballon, c'est pas qui le donner. Il a trouvé finalement Musilo qui remet à 4 pour Kelifi qui est venu dans l'axe. Maradi, non, c'est pour finalement Musilo qui accélère et qui marque. Oui, 3-1. C'est une bonne nouvelle en provenance de l'AFG. Im Rücken entwischt. Hat noch 83 Sekunden. 1:0 erzielt und dieses Tor immer noch das einzige. Achtung Sommer, was für ein Fehler, Musilo, das ist der Ausgleich, 1:1. 63. Minute. Son plan droit. Belle condition physique que celle du Marocain. Il reste aux avant-postes, ça combine bien Sanogo, Musilo, il y a Malonga qui est en décalage, Musilo qui va tout seul et qui va inscrire le 4-1, magnifique combinaison, et cette fois-ci l'affaire. So, und das, sage ich, nenne ich mal ein deutliches Resultat, daraus 7:0 gegen Garouche, ganz vorne in der Pole-Position und vorne auch Mats Musilo, und er trifft noch 2:2, 86. Minute. Martinez, ein Pass nach dem Gambia kommt nicht an, Ibrahim Tal dazwischen. Dann Alexander Pasch mit der Balleroberung. Mats Musilo, allein auf weiter Flur. Immer noch Musilo, was für ein Tor, Tor für Lausanne, 21. Minute. Ja. Dann der Captain Neuri. Lang. Und Musilo, das ist das erste Tor in 2012. Lausanne ist wieder da. Gefordert für die noch verbleibenden gut 8 Minuten. Und 90 Minuten gibt es dann Live-Fußball heute Abend aus Italien. Ab 20 vor 8 und 9, besser gesagt. Hier auf jeden Fall steht 3:1. Wer hätte das gedacht? Sorge im Aufbau, kann aber noch wenig in den Strafraum der Lausanne einbringen. Und Lausanne aus Kontra. Musilo, Tor für Lausanne. Am letzten Wochenende gegen ein anderes Schwergewicht der Liga, gegen IB getroffen hat. Muster fühlt sich der Steilpass auf den Stürmer. Sommer kommt nicht mehr ran und Kusunga sieht dann nicht allzu gut aus. Muss allerdings auch noch den Fehler von Park mithelfen auszubügeln. Park, ja mit. Ja, beide halten sehr natürlich, aber auf der anderen Seite wird ganz heiß. Und das ist der Ausgleich, das 2:2. Lausanne. So, ich sehe über die linke Seite. Das war viel. Von Lüxen haben wir nicht mehr allzu viel gesehen. Hier dieses Päckchen allerdings dann rein. Noch eines auf Musilo. Musilo vorbei an Wölfli. Das Tor ist offen. Und der Ball drin. Nur noch 2:1 für IB. Lüxen hat den Angriff eingeleitet. Dann Tasch. Keiner Zeit von der gleichen Höhe. Bei Musilo. Der dann gekonnt an Wölfli vorbei. Spielt auch Raimondi aus. Raimondi, der das Abseits aufgehoben hat. Und Raimondi müsste eigentlich aus dieser